macht euch diese fehlende Gitarrenseite eigentlich genauso nervös wie mich. Ich muss mich da wirklich, wirklich drum kümmern, aber nee, heute echt nicht. Es tut mir leid für alle Leute, die genauso neurotisch sind wie ich. Es tut mir wirklich leid. Hallo, hier ist Robin. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, ich weiß, eine lange, lange Pause. Aber genau das habe ich gerade gebraucht. Also das Projekt hat es gebraucht und ich definitiv, definitiv auch. Und ich dachte mir, ich mache einfach einen sanften Einstieg ohne viel Leistungsdruck und knüpfe an das Thema des letzten Videos direkt an und drehe ich heute einen Tag ab. Tags sind so 2008, ich weiß, aber mein nostalgisches Herz mag die immer noch sehr gerne und deshalb beantworte ich heute Fragen aus dem Hormone-Tag. Das heißt, ich spreche heute über meine Erfahrungen als nicht-binäre Transperson mit einer Hormonersatztherapie, in meinem Fall mit einer Hormonersatztherapie mit Testosteron. Und ja, ich finde das Video einfach ganz wichtig, weil es so wenige Perspektiven darüber gibt, sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum, wie man als nicht-binäre Person gegebenenfalls auf eine Hormonersatztherapie gehen kann und ja, was einfach so meine Erfahrungen damit sind. Also hoffe ich, dass ihr was draus ziehen könnt. Und ich mache das heute ohne großes Skript, sondern nur mit ein paar groben Notizen und hoffe, dass das klappen wird und wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Der erste Themenkomplex beschäftigt sich so mit allgemeinen Fragen, also seit wann ich auf einer Hormonersatztherapie, in meinem Fall wie gesagt auf Testo bin, in welchem Alter ich begonnen habe, welches Präparat ich benutze, auf welche Dosierung ich bin und ob ich Blocker dazu nehme. Und ich bin auf Testo gegangen im Alter von 27 Jahren. Das war im März 2019, also vor 9 Monaten. Und ich war immer auf einer geringen Dosis. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, die genaue Dosis mit euch zu teilen. Einfach weil ich wirklich keinen Vergleichswert bieten möchte. Testo wird in jedem Körper anders metabolisiert und ich finde es einfach wirklich schwierig, irgendwie da, ja, so ein Vergleich zu sein. Also müsst ihr damit Vorlieb nehmen, zu wissen, dass ich auf einer sehr geringen Dosis bin, die ich leicht erhöht habe zwischendurch, aber es ist immer noch eine geringe Dosis. Und das ist genau das, was ich wollte, einfach weil ich den Prozess wirklich sehr, sehr genau beobachten wollte, wie es mir damit geht. Und ja, das war so meine Wahl, einfach damit die Veränderungen durch Testo langsam entstehen. Also es so ganz am Ende, was auch immer das Ende sein soll, ne? Aber ganz am Ende wird das gleiche Ergebnis rauskommen, aber der Weg ist also viel, viel länger. Und das ist genau das, was ich wollte. Ich nehme keine Blocker. Ich habe am Anfang echt gekämpft um einen DHT-Blocker. Und dieser DHT-Blocker blockiert eben nicht Testo, das wäre widersinnig, sondern einen bestimmten Teil von Testo, also wie das Ganze metabolisiert wird und soll, so heißt der Mythos, es gibt nahezu keine Informationen darüber. Die Hoffnung geben für manche Leute, dass eben so Sachen wie Bottom Growth ausbleiben oder deutlich geringer sind oder eben auch ein Bartwuchs. Und das kann halt für manche Leute sehr attraktiv sein. Für mich war das attraktiv, weil das genau die zwei Punkte waren, die mir am meisten Angst gemacht haben und die am meisten dazu geführt haben, dass ich lange Zeit nicht auf Testo gehen wollte. Ja. Den Blocker habe ich nicht bekommen. Ich war da in schärfsten Argumenten mit meiner Endokrinologin, aber sie hat das konstant abgewehrt. Und es ist, also inzwischen ist es wirklich okay so. Was noch? Präparate, ja. Ich habe angefangen mit Testogel, also Handelsname Testogel in diesem Pumpspender. Und das war für kurze Zeit wirklich gut und wurde dann ziemlich schnell sehr, sehr schrecklich, einfach weil Testogel, ich glaube, von jeder Firma, ja, am besten halt morgens aufgetragen werden sollte, zu einer ähnlichen Uhrzeit. Und das Problem bei diesem Präparat, das ich am Anfang hatte, war, dass es eine sehr, sehr lange Einwirkzeit hatte. Also, dass es am Ende so, ich glaube, 6 Stunden sind, dass es auf der Haut bleiben soll, bevor es wieder abgewaschen wird, was einfach einen ziemlich großen, ja, organisatorischen Alltagsaufwand bedeutet. Also, wann gehst du duschen, wann kannst du Sport machen, wie lange kannst du Menschen, die nicht mit Testo in Berührung kommen sollen, nicht berühren, also kleine Kinder, Cis-Frauen, nicht-binäre Personen, Trans-Personen, die nicht auf Testo gehen wollen oder ja, damit eben nicht in Berührung kommen sollten. Das waren alles Sachen, die mich wirklich genervt haben. Und es hatte, wie gesagt, eine lange Einwirkzeit und ist dann so, also auch relativ schnell getrocknet, aber musste halt lange auf der Haut bleiben und ist dann über den Tag hinweg in so kleinen, schönen, weißen Schuppen so von meinem Körper überall verstreut gelandet, was also mir super unangenehm war. Und also habe ich dann relativ schnell das Präparat gewechselt und bin auf Testo Top Gel gegangen, die deutlich unökologischere Variante leider, weil sie so in kleinen Alu-Päckchen sind das, glaube ich, ne, kommt. Aber es hat halt eine deutlich, deutlich geringere Einwirkzeit, bevor es wieder abgewaschen werden kann. Und damit bin ich jetzt unfassbar glücklich.
Ich wollte eigentlich nicht auf Spritzen gehen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann nochmal verändern wird. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist auf Nebido gehen. Einfach weil es ein paar wenige, aber immerhin ein paar Studien gibt, so eine Schwierigkeit, Nebido zu nehmen, wenn man gleichzeitig auch Epilepsie hat. Und die habe ich tumorbedingt, wenn auch eine ganz leichte. Und ja, bei diesen Studien geht es aber meist darum, dass es eben eine eingestellte, also ja, medizinisch behandelte Epilepsie ist und ich nehme keine Medikamente. Also weiß ich überhaupt nicht, wo ich da genau stehe, aber jedenfalls, wenn du Epilepsie hast und Nebido nehmen möchtest, dann muss es halt miteinander angeglichen werden in den Dosierungen jeweils der beiden Präparate. Und ja, das kam für mich dann einfach nicht in Frage. Zusätzlich zu dem Umstand, dass ich eben wirklich eine große Kontrolle darüber behalten wollte, wie schnell die Veränderungen vonstatten gehen. Der zweite Themenkomplex beschäftigt sich mit Fragen nach konkreten Hoffnungen oder Wünschen unter einer Hormonersatztherapie. Und mein Wunsch war es, nie ein Passing zu haben. Dazu sage ich vielleicht gleich nochmal was, sondern einfach konkrete Dysphorien ein bisschen runterzuschrauben, wenn nicht sogar auszuschalten. Und also alles, was ich in der medizinischen Transition mache, ob das jetzt eine Mastek ist, die hoffentlich im nächsten Jahr, in diesem Jahr, wow, großartig, die in diesem Jahr kommen wird. Als auch eine, ja, eine Stimmdysphorie zu mindern, oder auch einfach eine Dysphorie, was so mein Körperbau, meine Muskelfettverteilung betrifft, einfach zu reduzieren. Das heißt, ich habe sehr, sehr gehofft auf einen Stimmbruch und eben sehr, sehr gehofft auf diese Muskelfett-Körper-Umverteilung, Maskulinisierung, Schrägstrich, Androgenisierung. Und ich hatte darauf gehofft, mehr gelesen zu werden in den Zwischenräumen. Also, dass es eine Irritation erzeugt. Eine hoffentlich wohlwollende, nicht abwertende, angeekelte Irritation bei Menschen, die mir begegnen. Also etwas, was meine soziale Dysphorie dann mindert. Und das ist nicht so richtig gut aufgegangen. Ich hoffe, dass ich da in diesem Jahr noch ein bisschen weiter dran schrauben kann. Also sowohl mit einer medizinischen weiteren Transition als auch nochmal mehr mit einer sozialen Transition. Und es ging mir halt, wie gesagt, nie darum, ein Passing zu haben als nicht-binäre Person, die auch als nicht-binär gelesen werden möchte. Ist das super schwierig und dieses Konzept ist einfach so problematisch oft. Also es richtet sich halt vor allem oft die meiste Zeit an irgendwelche Erwartungen, die Cis-Personen an Trans-Personen stellen. Und ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, die zu erfüllen und da irgendwas von anderen Leuten zu befriedigen. Irgendwelche Narrative, seien es Narrative eben von Cis-Personen, Hetero-Cis-Personen, die an mich gerichtet werden. Noch, dass ich jetzt irgendwelche eingeschliffenen Wege aus einer Trans-Community zwingend gehen muss, sondern ich mag einfach meine Sache machen und da ganz viel Irritation reinbringen und Genderbänder und das ist der Punkt, an den ich kommen möchte. Das alles kann ich natürlich nur sagen aus einer Perspektive, die relativ sicher ist und aus einer Perspektive, die in Berlin spielt. Passing hat auch viel zu tun mit Sicherheitsaspekten und ja, Genderbänder lässt sich eben in Berlin deutlich besser realisieren als in irgendeinem Dorf zum Beispiel. Definitiv. Aber ich habe große Probleme mit diesem Konzept. Also versuche ich es nicht so sehr auf mich anzuwenden. Aber es ist manchmal nicht so leicht, sich abzugrenzen von bestimmten Wegen, die eben auch von der Trans-Community sehr stark eingefordert werden. Also ob du jetzt auf eine Hormonersatztherapie gehst oder bestimmte OPs machen lässt oder deinen Namen änderst oder bestimmte Dysphorien haben musst oder so. Das sind alles sehr schwierige Konzepte. Stealth gehen war nie eine Option. Ich werde halt als Frau gelesen, so, aber ich werde nicht als nicht-binär gelesen. Auch in vielen queeren Räumen werde ich nicht als non-binary gelesen. Ich habe manchmal, ja doch, immer noch, ja, ich habe manchmal die Hoffnung gehabt, dass dann wenigstens, wenn nicht meine Geschlechtsidentität richtig gelesen wird außen, dass wenigstens meine Queerness richtig gelesen wird. Also, dass ich schon echt ein gutes Stück zufriedener wäre, wenn ich wenigstens, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, aber wenn ich wenigstens als Soft Butch gelesen werde, einfach weil dann schon mal ein wichtiger Teil von Identität immerhin mal gesehen wird. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass sich unter der Hormonersatztherapie sich wirklich viel verändert hat, was so die Themen Misgendern oder irgendwas wirklich einfach falsch gelesen werden betrifft. Und das ist frustrierend so, aber das war mir am Anfang der Therapie auch schon klar. Und
jetzt schaue ich eben, wie sich das so weiterentwickelt und wie es mir damit geht und versuche viel, viel mehr auf mich selbst zu achten und eben diese Vergleiche zu scheuen. Also gerade auf einer niedrigen Dosis bin ich gerade mit meinen 9 Monaten auf Testo auf einem ganz, ganz anderen Stand als viele, viele andere Transmänner zum Beispiel. Und sich da nicht zu vergleichen, ist für mich ganz wichtig und einfach wirklich bei mir zu bleiben und meinen Weg zu gehen, unabhängig von allem, was von mir erwartet wird, von außen. Ja. Und das kommt gerade und macht mich sehr, sehr glücklich. Von der Epilepsie in Kombination mit einer Hormonersatztherapie mit Testo habe ich gerade schon gesprochen. Es gab aber auch noch einen anderen, für mich, da die Epilepsie sehr gering ist bei mir, viel, viel größeren Grund, deutlich, deutlich intensiver nachzudenken, ob ich eben auf Testo gehen will oder nicht, ob ich das überhaupt verantworten kann. Einfach weil es eine Möglichkeit geben kann, dass Testo den Hirntumor, den ich habe, den Krebs in meinem Gehirn, den ich habe, wieder triggern könnte. Also der ist immer da in meinem Fall. Es ist halt Krebs, der verschwindet in meinem Fall nicht. Aber er kann inaktiv sein und Testo könnte das wieder triggern, genauso wie Operationen den Tumor wieder triggern können. Und das ist eine Entscheidung, die ich keiner Person von euch wünsche. Das ist wirklich hart, halt mitzudenken, dass ich da gegebenenfalls ein Risiko mitproduziere. Am Ende habe ich so entschieden, wie ich es immer entscheide, wenn es um meinen Krebs geht, nämlich, dass ich Lebensqualität vor Lebenszeit stelle und meine mentale Gesundheit nicht weniger wertvoll finde als meine körperliche Gesundheit. Ich habe lange abgelehnt, auf Testo zu gehen, eben auch wegen dieser Gefahr und weil ich eben unsicher war mit ein, zwei Aspekten, die kommen würden unter Testo. Und bin dann in einem Moment auf Testo gegangen, in dem das einfach für mich nicht mehr mental zu tragen war. Und ja, ich die Hormonersatztherapie einfach für mich wirklich brauchte. Und das ist eine Entscheidung, die auch wirklich nur ich für mich treffen kann und die von anderen auch nicht beurteilt werden sollte. Also da stecke ich gerade drin und ich muss es verantworten und ich weiß sehr, sehr genau, was der Hirntumor heißt für mich. Also muss ich das für mich abwägen und ja, habe ich eben für eine geringe Dosis entschieden und mir geht es schlussendlich gut damit. Also für mich war es die absolut richtige Entscheidung. Meine Hormonersatztherapie wollte ich immer prozesshaft denken, so und als Prozess, den ich einfach wirklich sehr nahe begleitet wissen will und der sehr langsam geschehen soll, begleitet durch mich, meine Liebsten, durch andere Transpersonen, durch meine Begleittherapeutin, durch meine Endokrinologin. Und ich hatte mir ganz, ganz fest vorgenommen, das habe ich auf dem Kanal auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich so ein On-Off-Ding starte, also dass ich ein paar Monate auf Testo bin und ein paar Monate wieder von Testo weggehe, um einfach nochmal den Prozess weiter zu verlangsamen, neben der niedrigen Dosis, die das eh auch schon macht. Und das einfach wirklich genau beobachten zu können, ob es mir damit gut geht oder nicht. Und diese Pause ist nicht passiert. Also ich habe das neulich tatsächlich zum allerersten Mal versucht und das hat keine Woche angehalten. Und es war so, so schrecklich für mich mental. Ich will euch keine Angst machen. So. Und ich kann ja auch nicht sagen, ob das jetzt einfach an den Umständen lag, gerade an der Lebenssituation, in der ich mich gerade befunden habe in dem Augenblick oder ob es wirklich an der Hormonschwankung lag oder woran auch immer, jedenfalls war es die Hölle. Und ich bin nach weniger als einer Woche wieder auf Testo gegangen. Und das war eine spannende Erkenntnis, also weil ich das halt so anders geplant habe, aber ich lasse mir da jede Flexibilität und mache eben genau das, was sich gerade richtig anfühlt. Und es war interessant zu merken, dass ich halt gerade in meiner medizinischen Transition einfach nicht an einem Punkt bin, an dem ich Testo stoppen möchte. So, also einfach, weil es noch nicht so. Weil die Veränderungen unter Testo noch nicht so ausgeprägt sind, wie ich sie für mich bräuchte, um meine Dysphorien irgendwie deutlich zu bekämpfen und ja, um auch eine Form von Passing, wie gesagt, problematisch am Ende, aber um eine Form von Passing zu haben und so, das hat nicht funktioniert und hat mich einfach überrascht. Was ist denn so passiert an Veränderungen? Eine der allerersten Veränderungen und genau das, wovor ich Angst hatte, ist also wirklich sehr, sehr schnell passiert, nämlich was das Thema Bottom Growth angeht und aber deutlich weniger, als ich befürchtet habe. Es mag sein, dass das Thema gerade unangenehm ist für euch. Es tut mir leid, aber ich finde das eine total wichtige Information, denn also wenn du überlegst, auf eine Therapie mit Testo zu gehen und das auf gar keinen Fall willst, dann musst du dir, glaube ich, echt noch mal mehr Zeit nehmen für diese Entscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht, einfach weil du dir die Veränderungen unter Testo halt nicht aussuchen kannst. So. Das war eine große Angst, die ich hatte mit genau diesem Punkt. Und da ich Angst hatte, war es für mich eine große Überraschung, dass sich das bestätigt hat, aber eben überhaupt nicht in dem Ausmaß,
den ich mir vorgestellt habe. Ich erspare euch jetzt irgendwelche intimen Details. Aber das war interessant zu beobachten. Was noch für Veränderungen? Ich merke, dass sich was verändert hat in meiner Stimme. Nicht so viel, wie ich erhofft hatte nach 9 Monaten Testo, aber es ist okay. Es ist so, dass ich halt gerade eine Tendenz spüre und merke, dass ich einfach einen größeren Spielraum habe in den Tonhöhen, die ich so produzieren kann. Aber ich hatte irgendwie auf so einen ganz klassischen Stimmbruch gehofft und dass dann alles gut ist. Naja, das sollte nicht sein. Aber die Stimmdysphorie legt sich Schritt für Schritt und es tut mir total gut, das eben als Prozess zu lesen und darin einfach auch eine Sicherheit zu gewinnen und auch eine Linderung von, also eine leichte Linderung immerhin von einigen Dysphorien. Ich bin dran und das fühlt sich so, so gut und so, so richtig an. Ja, die richtige Entscheidung für mich. Was hat sich noch verändert? Ich denke, dass sich so eine Grundkörperbehaarung verändert hat. Naja, auf jeden Fall. Die andere große Sorge, von der ich vorhin, glaube ich, schon sprach, ist eben die Bärtin gewesen. Die ist noch nicht da. Aber ich merke halt schon eine größere Grundbehaarung am Körper. Und bin darin sehr, sehr ambivalent. Also ich kann nicht sagen, dass ich das gerade extrem ablehne oder sowas oder mir total herbeigesehnt hätte. Das geht anderen Leuten, die auf Testo gehen, oft anders so. Aber ich war und bin da gerade einfach sehr, sehr ambivalent und will das einfach weiter beobachten. Wir werden sehen. Ich wollte das mit meiner Begleittherapeutin durchsprechen und sie war da leider nicht wirklich hilfreich, weil sie einfach nur gesagt hat, naja, wenn Ihnen das gerade alles zu viel Körperbehaarung ist, dann rasieren Sie sich halt. Löst das Problem jetzt nur sehr eingeschränkt. Und also es gibt ja Gründe, aus denen unsere Trans-Schwestern zum Beispiel so, so hart mit den Krankenkassen kämpfen für eine Epilation. Also ich hatte mir da ein bisschen kompetenteren Rat gewünscht, um damit umzugehen. Aber ja, ich werde es einfach weiter beobachten und eben gegebenenfalls Testopausen machen, um den Prozess weiter zu verlangsamen. Am Ende ist es halt so, dass die Veränderungen, die durch Testo kommen, die gleichen sind, auf welche Dosis auch immer, nur dass der Prozess halt unterschiedlich lang ist. Und ja, die niedrige Dosis ist für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, um das einfach wirklich, ich wiederhole mich, aber halt einfach wirklich gut beobachten zu können. Aber das ist passiert. Was auch passiert ist, ich habe ja meine erste Pubertät jetzt schon durchgehabt und bin jetzt eben in meiner zweiten Pubertät. Das heißt aber auch, dass ich keinen Wachstumsschub oder so mehr bekommen habe. So, also da ändert sich da in dem Fall dann halt nicht so viel. Ich bleibe bei meinen 1,54, die ein Passing halt jetzt, also wie gesagt, problematisch ohne Ende, aber die ein Passing halt jetzt auch nicht unbedingt unterstützen. Auch wenn es auch kleine Männer und andere kleine nicht-binäre Personen gibt, so, aber die das Paar nicht unbedingt unterstützen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich meine, dass ein bisschen mehr Muskelmasse dazugekommen ist. Ich bin mir da unsicher. So. Also ich habe mir in Woche 2 schon ganz viele Sachen eingebildet, die Testo garantiert gemacht hat. Und es ist schwierig, das in der Innenansicht zu beobachten. Aber ich meine, es hat sich was verändert und ich meine, dass ich eben zum Beispiel eine Wadenmuskulatur vergrößert hat, wie auch immer. Und wenn du so klein bleibst, wie ich bin und größere Waden bekommst, dann ist bei mir ein ganz nettes Bild vor Augen gekommen, dass ich nicht mehr loswerde, nämlich, dass ich mich manchmal fühle wie ein, so habe ich das meiner Beziehungsperson beschrieben, wie ein kleines, dickes Pony mit mehr Haaren und ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Es ist nichts falsch daran, ein kleines, dickes Pony zu sein, aber will ich das? Ich bin nicht sicher und am Ende ist es halt eine Abwägungssache. Also reicht das, was ich jetzt an Veränderungen gesehen habe unter Testo aus, dass ich aufhören kann damit? Nee, leider halt gerade noch nicht. Also muss ich halt abwägen, ob das, was mir gerade nicht so gut gefällt, dann trotzdem okay genug ist. Und gerade ist es das. So, also ich mag gerade aktuell keine weitere Testopause haben, bin aber irgendwie in einem Zustand, der relativ frustrierend ist, einfach weil ich halt nicht an dem Punkt bin, an dem ich sein möchte. Und jetzt einfach immer mehr Effekte auftreten, die ich vielleicht nicht so knorke finde.
Aber das kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst dir nicht aussuchen, welche Veränderungen von der Stunde du haben willst und welche nicht. Leider. Was ist noch passiert? Mental geht es mir so, so viel besser darunter. Also allein halt in diesen Prozess gegangen zu sein, das war für mich also die richtige Entscheidung, definitiv. Ein anderes Thema, das mir persönlich keine Dysphorie macht, aber ich mag den Namen einfach trotzdem nicht aussprechen, einfach weil ich weiß, dass ganz viele andere nicht-binäre Personen und oder Transpersonen da eben eine sehr große Dysphorie haben. Also versuche ich es zu umschreiben und hoffe darauf, dass ihr wisst, was ich meine. Ich habe damit gerechnet, dass eine monatliche Sache ausbleibt unter Testo, jedenfalls bei Monat 9. Und das ist in meinem Fall nicht passiert. Und es kann einfach sein, dass es halt an meinem Körper liegt oder an meiner Dosierung, das weiß ich nicht. Da ich jetzt keine Dysphorie habe, ist es für mich echt okay. Aber das muss halt gegebenenfalls mitgedacht werden. Also wenn ihr dann sehr große Dysphorie habt, dann sprecht mir mit eurer Endo darüber, ob die Dosis halt für euch passt oder was ihr da dann braucht oder wie ihr damit gut umgehen könnt. Für mich ist es jetzt so an sich okay. Ich fand es aber spannend zu beobachten, dass das der Faktor war, an dem ich manchmal den Gedanken hatte, dass ich so gerade in so einer Kinderspielzeugküche bin und eigentlich nur, ja, einfach nur denke, dass halt irgendwelche Veränderungen kommen und das gar nicht geschieht oder so und ich mir einfach alles nur einbilde, was totaler Quatsch ist. Also es sind Veränderungen gekommen, nur halt nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Und das ist okay. Für mich ist das gerade okay. Ich versuche wirklich ganz, ganz großen Wert darauf zu legen, mir damit Wohlwollen zu begegnen. Und also wirklich die Vergleiche zu anderen Leuten, die jetzt auf Testo gehen, zu vermeiden, so gut ich kann, um gar nicht erst so einen Transitionsneid zu nähren. Ja, eine herausfordernde Aufgabe auf jeden Fall. Aber ich versuche da wirklich, wirklich bei mir zu bleiben. Und an sich fühlt sich gerade alles ziemlich gut an. Der dritte Themenkomplex handelt so von der Frage, ob es irgendwas gab, was eingetreten ist, womit ich nicht gerechnet habe, oder auch ob es mal Momente gab, die mir einfach Angst gemacht haben. Und ein bisschen habe ich da jetzt schon von gesprochen. Ich bin halt gerade in einer Situation, die sehr, oder die immer mal wieder, nicht sehr, die immer mal wieder ambivalent ist, in der ich mich sehr wohl fühle mit der Entscheidung und meiner Dosis und den Veränderungen und alles, was passiert. Und dann einfach auch wieder ganz, ja, nicht extrem unsicher, aber mich einfach frage, ob die Dosis dann gerade passt oder ob ich mehr Pausen bräuchte oder irgendwas. Und eben in so einem Zwischenraum stecke, der sich nicht richtig gut auflösen lässt. So, also du kannst dir halt nicht einzelne Veränderungen in Testo aussuchen und andere ausblenden, leider. Also muss ich halt schauen, ob ich das, was ich für mich persönlich als Nebenwirkung, das ist ja gar nicht so, aber als Nebenwirkung lese, ob das die anderen Veränderungen aber wert sind oder wie ich dem begegne. Und das ist herausfordernd auf jeden Fall. Ich werde mal schauen, ob ich euch eine Playlist zusammenstellen kann, überhaupt über Non-Binary-Transitionen, einfach weil es, wie gesagt, so wenige Videos darüber gibt. Und ich glaube, ich habe auch noch kein deutsches gefunden. Also musste wirklich mal sehr überlegen. Aber ich stelle euch auf jeden Fall eine Playlist zusammen. Und es ist halt schwierig, irgendwie da weniger Vorbilder auch zu haben und nicht zu wissen, was so auf dich zukommen kann, als nicht-binäre Person, die auf eine Hormonersatztherapie in welche Richtung auch immer gehen möchte. Ja. Viele mentale Prozesse. Hat mir was wirklich Angst gemacht. Angst hat mir der Gedanke gemacht, dass ich eben über Testo nicht das erreichen kann, was ich möchte. Also das ist halt einfach eine Option, dass die Stimme einfach nicht extrem tief geht oder sowas. So, das ist halt von Person zu Person sehr unterschiedlich. Und es gibt da keine Garantien, aber dass das einfach nicht mehr, dass da einfach nicht so viel passieren wird oder auch generell, dass halt irgendwas wie eine softe Maskulinisierung, eine Androgenisierung oder so einfach nicht eintreten könnte unter der Dosis, die ich gerade brauche. Das war eine, ja, also echt eine
ein Gedankenspiel, das mir auch Sorge macht, aber ja, mit dem ich halt gerade arbeite. Und vielleicht muss das reichen, so, und ich versuche einfach nur an meinen Dysphorien rumzuschrauben, soweit das eben geht. Aber da einen realistischen Blick zu behalten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist gerade ein ziemlich großes Thema für mich und ja, ich schaue einfach, wie gut ich da reingehen kann, eben mit so Queering und Genderbände und wie ich das auffangen kann. Aber das ist ein sehr spannender Prozess, den ich in dieser Intensität und ja, in dieser Uneindeutigkeit dessen, welche Wege ich dann gehen kann, wenn es Testo vielleicht irgendwann nicht mehr ist, den ich ganz spannend finde und der mich gerade ziemlich wachsen lässt, denke ich. Ja. Das ist also gerade der Status quo und wie gesagt, allein das Wissen, dass ich gerade auf der Hormonersatztherapie mit Testo bin, hilft mir und meinen Dysphorien echt schon gewaltig und erlaubt mir einen Raum, in dem ich tatsächlich auch Geduld entwickeln kann und Wohlwollen und Neugier auf den Prozess. Eine ganz, ganz leichte Neugier auch. Das ist wunderschön und etwas, mit dem ich in dem Ausmaß so auch nicht gerechnet habe. Ja. Das fühlt sich so gut an gerade. Und ich bin einfach froh, dass ich da wirklich, also immer mehr versuche, meinen eigenen Weg zu gehen, abgekoppelt von irgendwelchen Narrativen und abgekoppelt auch von dem, was meine Endo irgendwie für mich will und was ich glaubt, was ich jetzt irgendwie zu tun habe, alles. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Also es fühlt sich an nach einem Einstehen für mich selbst und das ist gut. Und das hört sich so, so gut an und darf einfach noch eine Weile so weitergehen. Und ich bin einfach gespannt, wohin das weitergeht und wo meine Stimme ist in einem halben Jahr. Mal schauen. Und meine Körperform und wie es mir geht mit der Bärtin. Und ja, was einfach so passieren wird. Ich hoffe, ihr könntet daraus was ziehen und einfach nochmal eine andere Perspektive mitbekommen und ich hoffe halt insbesondere, dass die Non-Binary-Leute, die mir gerade folgen und die überlegen, ob sie in eine medizinische Transition gehen oder nicht, daraus was ziehen konnten und da ein bisschen Repräsentation gefunden haben und Sichtbarkeit. Schaut gerne auf meine Infobox, da sind nochmal einige Ressourcen und sonst hoffe ich einfach, dass ihr auf euch aufpasst. Macht's gut.